Eine ordentliche Nachwuchsarbeit zahlt sich aus. Das weiß auch der Deutsche Fußballbund, der nicht von ungefähr mit einer der jüngsten Nationalmannschaften aller Zeiten zur WM 2010 auflaufen und den dritten Platz einstreichen konnte. An über 300 DFB-Stützpunkten in ganz Deutschland werden Fußballtalente gesichtet und gefördert. Am Wochenende wurden in Dessau-Roßlau die besten E-Junioren der Region zusammengerufen. Vier Mannschaften aus Stützpunkten in Dessau, Thalheim, Wittenberg und Halle standen sich gegenüber und wurden von der Trainerrunde ganz genau beobachtet. Wir wollen die Kinder her sehen in Spielformen her, wie weit sind sie, wo sind die Stärken und Schwächen der Kinder, und da das die besten E-Junioren aus den Kreisen Halle, Thalheim, Dessau und Wittenberg sind, ist die Standortbestimmung her, ich wollte mal sagen, wirklich viel zu sehen, man kann viel sehen, und wir wissen, wo wir denn ansetzen im Training. Für die besten Spieler aus allen vier Mannschaften geht es sogar noch weiter. Es wird eine Mannschaft, Regionalmannschaft Ost, gebildet, die dann gegen West, Nord und Süd spielt. Also aus jeder Mannschaft die besten drei oder vier Spieler. Wie die Spiele ausgingen und wer am Ende die beste Mannschaft wird, war am Sonntag also völlig egal. Wichtig war es zu zeigen, dass man mit dem runden Leder umgehen kann, das Spiel im Team beherrscht und auch taktisch klug agiert. Versucht die Bälle den Mitspielern entweder richtig in Lauf zu spielen, wenn ich schon Tempo habe, nicht immer so halb im Rücken, oder richtig auf dem Fuß. Gesagt, getan oder zumindest versucht, denn nicht für alle Spieler lief an diesem Tag alles perfekt. Im ersten Spiel bin ich nicht richtig reingekommen, aber dann immer besser. Doch die Spieler, für die es am Sonntag nicht ganz so rund lief, müssen nicht enttäuscht sein, denn es stehen noch weitere Testspiele an. In Thalheim wird noch eine Spielrunde gemacht, in Halle und in Wittenberg. Also, weil es ist immer das Problem, Tagesform, die Einstellung her, klappt was oder klappt es nicht. Ja. Auch wenn nicht immer alles klappt, die Nachwuchskicker sind Fußballer mit Leib und Seele. Das ist mein Hobby, meine Leidenschaft, also da investiere ich alle Zeit, die ich habe. Viele der jungen Talente hoffen auf eine steile Karriere, die sie vielleicht auch in die deutsche Nationalmannschaft führt. Aber egal ob E-Jugend oder Nationalspieler, das Schönste am Fußball ist für alle gleich. Die Tore und die Jubel.